Das heißt jetzt künftig Rot, Grün, Rot in Bremen. Und auffällig ist das zweite Rot, also die Linke in Bremen in der Regierung. Was sagt der Politikwissenschaftler zu dieser Symbolik ja auch? Ja, genau, das hat eine hohe Symbolik, weil erstmals eben eine derartige Partei in die Regierung eintritt, wenn auch in einem sehr kleinen Bundesland. Aber eigentlich hätte das schon passieren können im Saarland im April, glaube ich, war es, oder März 2017 unter AKK. Und das wurde damals verhindert, wurde sehr stark politisiert, dass das passieren könnte. Und das hat dann auch den Schulz-Zug damals, wenn man sich erinnert, angehalten, dass dieser Stopp hat spektakuläre Bedeutung. Hier hat man das im Zuge der Europawahl, hat man Bremen nicht besonders beachtet, glaube ich. Jedenfalls sind jetzt die Linken hier an Bord und damit haben wir, obwohl Herr Kuhn das anders sagte, haben wir natürlich ein gewisses Lager versammelt. Und da schaut man natürlich besonders darauf, welches Experiment da stattfindet. Erstaunlich ist ja, dass die Linken, wenn wir es rechts notiert haben, die Wirtschaftsteil in Bremen. Und die Grünen die Finanzen auch. Und Grünen die Finanzen. Also das ist so ein richtiges Experiment, was da in Bremen stattfindet. Und da kann man natürlich gerne mal drauf schauen. Was fiel Ihnen sonst noch besonders auf bei dieser Vorstellung des Koalitionsvertrags? Sonst ist hier ziemlich viel Normalität und Harmlosigkeit sozusagen. Das ist einfach auch eine bessere Kommunalpolitik, die da natürlich bei 600.000, 700.000 Einwohnern stattfindet. Die Größenordnung von Frankfurt am Main. Ja, insofern darf man das nicht überbewerten, aber es ist nun mal ein Bundesland und von daher hat es natürlich eine andere Strahlkraft und sollte man dann schon ernst nehmen. Ja, und vielleicht auch Impulse nach Berlin. Genau. Die SPD sucht dort ja auch eine neue Spitze.